Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Normalerweise ist ein herkömmlicher Zollstock 2 Meter lang und er lässt sich prima zusammenklappen. Mit ihm können wir alles Mögliche messen. Zum Beispiel, in welcher Höhe die Nägel für das Bild von Oma in die Wand müssen. Schon im Altertum benutzte man abgeschnittene Holzstücke, um die Länge zu messen. Als Richtwert nahm man den eigenen Körper. So gab es die Handbreit, die Elle oder den Fuß als Maß. Da die Menschen alle unterschiedlich groß waren, gab es auch immer unterschiedliche Maße. Als ein Zoll wurde damals die Breite des Daumens bezeichnet, aber auch hier gab es natürlich Unterschiede. Der eine hat einen dicken Daumen, der andere einen dünnen. Im Mittelalter wurden unsere Vorfahren dann etwas genauer und definierten ein Zoll als ein Zwölftel eines Fußes. Der erste Zollstock war also 1 Fuß lang und hatte 12 Teilstriche. Heute ist genau festgelegt, wie lang ein Zoll sein darf, nämlich genau 2,54 Zentimeter. Wir nutzen heute das metrische System mit Metern und Zentimetern. Die Einheit Zoll gibt es aber zum Beispiel noch bei Rohren oder Fernsehern. Ach ja, der Zollstock heißt übrigens Zollstock, weil sich das eben so eingebürgert hat. Offiziell heißt das Ding nämlich Gliedermaßstab. Radio SAW deckt auf. Gibt's auch als Podcast und zum Nachhören in unserer App oder auf radiosaw.de.